Willkommen zurück zu einer neuen, knackigen, absolut unnötigen und sinnfreien Folge Beast Battle Simulator. Wir werden heute weitermachen mit den Challenges. Das letzte Video war wieder ein großartiger Erfolg. Anscheinend mögen die Leute sinnlose Scheiße und deswegen gibt es ein bisschen mehr. Und zwar machen wir heute die Challenge Nummer 8. Damit legen wir los und ein Schwarm kleiner Dinos will uns auffressen und wir müssen uns verteidigen mit allen Mitteln. Auf geht's! Okay, der Dino-Schwarm. Wir müssen ihn aufhalten mit allen Mitteln. Wie machen wir das am besten? Also, meine Idee wäre, Gorillas. Nein, Gorillas hatten wir schon so oft, aber Gorillas sind so krass. Ein Gorilla? Kann ich ein Gorilla haben? Ich würde sagen, ein Gorilla geht. Turrets. Alter, wir können endlich mal Turrets machen. Okay, ich will ein Experiment starten. So eine Laser-Turret gegen diese kleinen Dinos. Habe ich eine Chance? Versuchen wir es. Laser-Turret. Irgendwie schießt die Laser-Turret zu hoch und die Dinos gewinnen. Alter! What the fuck? Laser-Turrets sind totaler Schrott. Laser-Turrets sind totaler Schrott. Aber vielleicht ein Flammenwerfer. Wenn ich vielleicht hier einen Flammenwerfer hinstelle und dann das Ganze mit mutigen Kampfschweinen verteidige. Okay, das könnte vielleicht funktionieren. Alles klar, probieren wir es. Auf geht's. Die Schweine verteidigen das Ganze. Wow! Nice! Da werden sie gebrutzelt. Haben wir gewonnen? Oh, da hinten kommt noch eine Welle. Da hinten kommt noch eine Welle. Achtung, Flammenwerfer! Okay, sie versuchen meine Schweine zu töten. Was ist das hier für ein Klumpen? Was ist das hier für ein Klumpen? Es geht wieder los. Sie greifen den Flammenwerfer an. Aber der Flammenwerfer hat eine Rundumfunktion. Die Idee war nicht schlecht. Also, Flammenwerfer sind nicht verkehrt. Und ich glaube, der Flammenwerfer hat das Ding gewonnen. Alle macht den Flammenwerfer! Terrorismus, ein ernstes Thema. Auch in der Tierwelt gibt es Kamikaze-Tiere und wir müssen diese schmutzige Taktik einsetzen, um die böse Macht der Wasserbüffel und Strauße zu stoppen. Also, wie machen wir das am besten? Wir müssen kleine Kamikaze-Tiere einsetzen und ich würde sagen, was gibt es Schlimmeres als Kamikaze-Möwen? Ich meine, kleine fliegende Ratten, die man nur aufhalten kann mit einem Milchbrötchen, die Dynamit am Rücken haben. Was ist schlimmer? Was ist schlimmer? Musikvideo von Barbara Streisand. Aber sonst? Auf geht's. Und? Haben wir gewonnen? Haben wir gewonnen? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, wir haben nicht gewonnen. Okay, Möwen funktionieren nicht. Dann brauchen wir irgendwas anderes. Explodierende Raptoren. Das könnte vielleicht funktionieren. Das ist so wahnsinnig. Es könnte funktionieren. Vielleicht muss ich sie ein bisschen besser verteilen. So, auf geht's. Go, Raptoren, go. Ich glaube an euch. Und da macht's Bumm. Komm schon, komm schon. Haben wir gewonnen? Oh, da fliegt der Raptor rein. Und yes, wir haben gewonnen. Sprengi, der fröhliche Dino, hat gewonnen. Wir sehen uns in der nächsten Challenge. Stillgestanden Soldaten, willkommen im Maschinenkrieg. Heute müssen wir Bunker Hill stürmen. Der alte Nazi-Hügel wird bewacht von Maschinen. Und wie kommen wir an denen am besten vorbei? Richtig, mit einem T-Rex. Mit was denn sonst? Wir alle kennen die Lösung. Ein T-Rex. Zwei T-Rexe. Und, vielleicht noch irgendwie Hunde. Ich habe gehört, Hunde harmonieren sehr gut. Der kleine Dackel hier, der kleine Zwergdackel, der harmoniert sehr gut mit dem alten T-Rex. Okay, ganz viele Hunde. Ich will ganz viele Hunde. Irgendein Dackel wird sich schon irgendwie durchdackeln. Gehen noch welche? Oh, Maximum. 50 ist Maximum. Auf geht's! Lass mich ja nicht hängen, T-Rex. Und kleiner Dackel. Die kommen nicht mal den Hügel hoch. Wie unnötig seid ihr? Oh, der eine hier. Der eine hier will's wissen. Der dreht jetzt komplett durch. Anscheinend müssen wir die Maschinen auch noch zerstören. Go, Dackelarmee, go! Das Vaterland. Das Vaterland vertraut auf euch. Der T-Rex ist tot. Okay, Dackel funktionieren nicht. Nein. Dackel funktionieren ganz und gar nicht. Das müssen wir anders machen. Okay, wir brauchen irgendwas Schnelles. Raptoren wieder. Setzen wir auf die Raptorenkarte. Alles klar, setzen wir auf die Raptorenkarte. Irgendeiner dieser Raptoren muss doch irgendwie es schaffen. Bunker Hill. Okay, es geht los. Die Raptoren sind auf jeden Fall agil, sportlich schnell. Sie stürmen nach vorne. Sie kloppen sich am Flammenwerfer. Komm schon, Raptorenarmee. Ich glaub an euch. Ich glaub an euch.
Oh shit, die schaffen es nicht. No! Okay, meine Raptoren haben versagt. Es war ein netter Versuch, aber es war nicht das Richtige. Was könnte man hier verwenden? Vielleicht irgendwas, was ich selbst in die Luft sprengen kann. Ein Clubtail. Vielleicht ein Clubtail. Die Dinger halten viel aus und, glaube ich, machen ganz guten Schaden. So, ich habe kein Geld mehr. Kommt schon. Kommt schon. Bunker Hill. Der alte Nazi-Hügel. Ey, die Challenge hier, die ist wirklich gar nicht mal so easy mit den Turrets. Okay, sie werfen sich ran. Der erste ist tot. Da drüben, die Shotguns hauen auch ganz gut weg. Also bis jetzt waren die Raptoren am besten. Alter, leck mich am Arsch. Die hatten keine Chance. Die hatten echt keine Chance. Was könnte hier funktionieren? Der gute alte Spinny? Und dann irgendwie Raptoren im Hintergrund? Weil die Raptoren waren ja gut. Okay, versuchen wir es. Okay, du fängst erstmal den groben Damage ab, Spinny. Und dann kommen die Raptoren rein. Go, Raptoren, go! Go! Okay, Spinny lebt noch. Oder Spinny? Dir geht's gut, Spinny. Spinny! Nein, Spinny! Mein kleiner Dino-Freund. Wie konntest du so schnell sterben? Wie ist das möglich? Alter, die Challenge ist ja wirklich der Oberkracher. Also die kriege ich absolut nicht hin. Okay, warte. Die Raptoren sind auf jeden Fall nicht schlecht. Die sind echt nicht schlecht. Die hauen gut rein. Aber irgendwie... Ein T-Rex. Ein T-Rex. Ich würde ganz gerne einen T-Rex hier noch platzieren. Und dann vielleicht noch so einen. Und ein paar von denen, die eh nichts bringen. Gut, versuchen wir es. Ich glaube, irgendwie die Dinos sind die Lösung. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann werde ich Gorilla einsetzen. Guck mal, der T-Rex geht voll ran. Yes! Da geht einer down. Go, T-Rex! Okay, T-Rex ist tot. Der Triceratops schafft es nicht nach oben. Wir haben gewonnen. Der T-Rex war der Schlüssel. Der T-Rex war der Schlüssel. Oder die kleinen Kompis. Ich weiß es nicht. Nächste Challenge. The Birds 2. Challenge Nummer 11. Und wir müssen schon wieder irgendwelche Dinos bekämpfen. Großer Gott, diese Armee. Diese unglaubliche Armee der Vernichtung. Ich sehe nur Klauen und Schnäbel. Alles klar, wie machen wir das? Turrets? Könnten Turrets gewinnen? Könnten eventuell Miniguns die Wände bringen? Ein paar Miniguns? Alter, ich glaube an Miniguns. Irgendwie, ich habe so ein Gefühl, Miniguns. Und Flammenwerfer. Miniguns und Flammenwerfer. Auf geht's. Okay, da kommen sie. Können Miniguns nach oben schießen? Das ist eben die Frage. Es scheint zu funktionieren. Go! Go, Miniguns! Ich glaube an Miniguns. Alter, das war ja so easy. Ein Gemetzel. Schaut euch die Vögel an. Der ist richtig am Arsch. Nächste Challenge. Easy. 3, 2, 1. Aufgabe Nummer 12. Wir hören im Hintergrund eine traurige Melodie, denn heute müssen wir etwas Schreckliches tun. Wir müssen unschuldige, niedlich aussehende kleine Polarbären töten. Welcher perverse, grausame Mensch denkt sich nur so eine Scheiße aus? Ich nicht, aber ich liebe es. Gut, wir nehmen kleine Dackelhunde. Ich weiß nicht, ich will einmal mit Dackeln gewinnen. Einmal will ich sehen, kleine Machine Gun Dackels. Go, kleine Machine Gun Dackels. Ich will's einmal sehen, wie kleine, süße Ducklies gewinnen. Ach du Scheiße! What the fuck? Ja, alles für den Dackel, alles für den Hund. Ich hab immer an euch geglaubt. Ich hab immer an euch geglaubt. Damit hast du nicht gerechnet, du alter stinkender Polarbär. Dämlicher Eisbär. Es darf mal wieder mit dem Lederball gespielt werden. Nein, ich meine natürlich nicht den Hodensack vom guten alten Kreis, sondern den Fußball. Und im Tor steht natürlich der fantastische Torwart T-Rex mit seinen langen Armen. Wird er wahrscheinlich jeden Ball fangen. Ist eine gute Idee, einen T-Rex ins Tor zu stellen. Hätte ich auch so gemacht. Ist eine absolut legitime Aufstellung. So, also ihr spielt mit Dinos. Gut, ihr spielt mit Dinos. Was machen wir? Wir spielen auch mit Dinos. Und welche Dinos nehmen wir? Richtig, Langhälse. So, erstmal Langhals ins Tor. Dann mach ich hier einen hin. Und das war's. Mehr kann ich nicht. Die sind teuer. Langhälse sind teuer. Sehen aber biestig aus. Auf geht's. Anpfiff.
Ganz vorne natürlich die Raptoren, schnell, agil und sportlich. Können die Langhälse mit ihren langen Hälsen irgendwas im Fußball reißen? Es wird spannend. Schönes Ballspiel von den Raptoren. Sehr schönes Ballspiel. T-Rex rückt langsam nach vorne. Sie haben ihren Torwart abgezogen. Die gegnerische Mannschaft muss sehr verzweifelt sein, wenn sie den Torwart in den Angriff nehmen. Und da könnte es zum ersten Tor kommen. Bringen die Langhälse die Wendung? Nein, leider nicht. Leider nicht. Wer kam auf die Idee, dass Langhälse gut im Mittelfeld spielen? Ich weiß es nicht. Langhals im Sturm, Paarungsruf von hinten, Balzgestöhne und der Raptor hier wieder. Raptoren können verdammt gut Fußball spielen. Alles für die Wissenschaft und da geht der rein, Tor schon wieder für die Gegner. Vernichtend, vernichtend, schaut euch diese Dullis an. Gut, die letzte Chance für die Langhälse. Sie versuchen es, gehen in den Clinch. Tolles Kopfballspiel, das können sie wirklich. Ballexperten, wenn es um Kopfball geht. Der T-Rex versucht es. Hat eine Maulsperre und Tor! 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 Wunderbar! Wunderbar für die Langhälse. Gut, können die Jungs jetzt den Ausgleich machen? Es besteht noch ein wenig Hoffnung. Es besteht noch ein klein wenig Hoffnung hier in Team Langhals. Aber der Ball ist schon wieder heiß. Heiß und fettig. Und da kommt der Stoß vom Raptor. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Langhälse können kein Fußball spielen. Gut, wir lassen aber einen. Einer ist cool, oder? Ich meine, dieses Gesicht. Einer ist cool. Okay, 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 okay. Gut. 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 Vielleicht funktioniert das hier. Probieren wir es. Können die Fußball spielen? Team Fliegen gegen Team Bowden. Auf geht's. Oh, die können das ja richtig gut. Das ist ein schöner Schuss gewesen. Der T-Rex verzweifelt. Alter, die japanische Kamikaze-Taktik. Und da wird gedreht, geschleudert. Langhals in der Verteidigung. Hält seinen Kasten hier sauber. Die Vögel kommen, stürzen sich drauf. Raptor will den Ball, kriegt ihn aber nicht. T-Rex wieder daneben, Maulsperre. Van der Roy. Blitzangriff. Tor! Wahnsinn. Schönes Ding. Schönes Ding. Und da wieder direkt am Ball. Schneller Kontakt. Sehr schneller Kontakt. Gutes Spiel vom T-Rex. Roy van der Schlockel. Dino-Verkeilung. Dino-Verkeilung. Clinch. Clinch. Harter Clinch. Oh, da wird reingemäht. Dass das keinen Elfmeter gibt. Rote Karte. Rote Karte. Ein Massaker hier in der Ecke. Tony Langhals, immer noch verwirrt. Wo bin ich? Wo bin ich? Da sterben die Dinos und... Oh! Schöner Block von Langhals. Jetzt, der Ball ist heiß. Die Vögel am Start. Könnte das ein Tor werden? Nein, Abwehr, Abwehr, Abwehr. Da ist ein Bein flöten gegangen beim Abwehrmanöver. Das nenne ich echt einen Spielereinsatz und... Oh, 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 schönes Ding. Roy van der Schlockel wieder. Ballexperte, richtiger Künstler. Die Ballelfe nannte man ihn. Und, oh, versenkt. Absolut versenkt. Absolut versenkt. Da geht's wieder ran. T-Rex macht hier echt einen guten Mauljob. Wie man sagt, den Mund verwenden ist verboten. Natürlich kann man im Fußball auch mit dem Mund spielen. Einige machen das. Es heißt nicht umsonst Ballsport. Schöner Schuss. Die Vögel aber hier wieder am Start. Und. Nein, er hat's versucht. Aber das Baby geht rein. Der Anfang war so schön, aber der T-Rex ist eine Mauer. Der T-Rex ist eine Mauer. Und, hey, der war doch drin. Der war doch mit einer Popacke drin. Die Raptoren versuchen's. Langhals. Schönes Abwehrspiel. Enthauptung. Raptor ist dran. T-Rex ist aus dem Tor. Der Ball ist fettig, der Ball ist heiß. Hier geht's zu wie in einer britischen Fritteuse. Oh, 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 jetzt. Hier sieht's nicht gut aus, aber die Vögel. Birdie Birds. Oh, schönes Spiel von Langhals. Ball fliegt hoch. Ball geht leider nicht rein. Aber, nettes Flügelspiel. Absolut nettes Flügelspiel. Schwinger Wenger. Sturzflug. Kopfball. Ecke. Oh, 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 oh. Jetzt sieht's aber radikal aus. Da, aber die Vögel versuchen es nochmal.
Einige bleiben hinten bei Langhals. Schönes Teamspiel. Kommt schon, das kann doch nicht sein. Der war doch schon wieder so gut wie drin. Schaut euch diese Ballexperten an und... Yes, der Ausgleich. Der Ausgleich, das Stadion dreht durch. Die Fans drehen durch. Hier wieder der erste Versuch. T-Rex kann ihn halten, aber nicht sauber. Die Vögel stürzen sich drauf. Auf dem Rücken. Oh, 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 Langhals. Du bist gefragt. Wo bin ich? Wo bin ich? Der hat so ein richtiges Idiotengesicht. Okay. Das könnte was werden. Oder auch nicht. Oh, ach du Scheiße. Was für eine Kanone. Was für eine Kanone. Wahnsinn. Wir schaffen es einfach nicht, durch die T-Rex-Verteidigung zu kommen. Langhals muss weg. Langhals ist unnötig. Ist absolut unnötig. Ich würde sagen, wir setzen auf tierische Unterstützung. Nein, du nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir brauchen hier ein paar Gorillas. So, jetzt aber. Go! Was war denn das? Was war denn das? Ich konnte das nicht mal sehen. Ich konnte das nicht mal sehen. Keine Ahnung, was das eben gerade war. Go, Birdies, go. Oh, 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 oh. Wow, 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 wow. Was war denn das? Also hier passieren irgendwelche merkwürdigen Geschichten. Go, Gorilla, go. Ich glaube an dich, Gorilla. Hört ihr das Grunzen? Uga, 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 uga. Die Gorilla greifen die Raptoren von hinten an. Der Clinch. Der absolute Clinch. Verhakelung. Gorillasport. Ein Toter. Oh, oh, oh. Der Ball ist wieder heiß. Schönes Abwehrspiel. Schönes Abwehrspiel. Viele Gorillas sind da drüben gestorben. Oh, das war direkt gegen den Zaun. Geht das Baby rein und... Tor! Fantastisch. Schön. Schon wieder hier der Push. T-Rex wehrt wieder ab. Lenkt ihn um. Oh, jetzt müssen die Gorilla ran. Scheiße. Wie das aussah. Oh, die sind relativ schnell, die Gorillis. Was ist hier drüben los? Raptoren mischen sich in Dinge ein, die sie nicht verstehen. Und da kommt der Gorilla-Wirbel. Es fliegen Brocken. Der T-Rex stürzt sich drauf. Wer wird das Ganze überleben? Es spritzt Blut. Man kann den Ball gar nicht mehr sehen. Oh, holy shit, was war denn das? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Nein, 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 nein. Haut das Ding weg. Haut das Ding weg. Ihr habt freie Bahn. Jungs, ihr habt freie Bahn. Nicht wieder da hinten in die Ecke. Nicht wieder da hinten in die Ecke. Nein, lasst euch nicht eckeln. Ach, komm schon, echt jetzt. Oh, 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 oh. Der Ball ist heiß. Der Ball ist super heiß. Der ist super heiß. Ein guter Schuss. Ein guter Schuss. Ein guter Schuss. Komm schon. Komm schon, ich glaube an euch. Die Gorillas. Ja, ja, ja. Gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben wirklich gewonnen. Und damit verabschiede ich mich aus dieser spannenden Folge Epic Battle Beast Simulator Gedönse. Wer weiß das schon. Bewerten nicht vergessen und bis zum nächsten Mal und immer schön epic bleiben. Tschüss.